Moinsen Leute und willkommen zurück. Wir zocken mal wieder ein bisschen Guild Wars. Wir sind hier gerade in der Kluft der Geächteten und wir sind dabei, die Söhne Svanis hier zu verprügeln, denn die sind irgendwie mit der Anbetung von Jormak hier verbunden und deswegen ist es unsere Aufgabe, hier die Söhne Svanis platt zu machen und Eisbierfässer zu trinken oder kaputt zu machen. So, kommt her, ihr Würste, ihr habt keine Chance gegen mich. Das wird ein ziemlich prügelreicher Part, glaube ich. Aber da habe ich ja nichts gegen, denn ein echter Warrior, der kloppt sich einfach mal mit Leuten. Das ist ja auch deren eigenes Problem, ne? Wir haben ja kein Problem damit. Wir machen die einfach platt hier mit unserer richtig geilen Wirbelschlitzattacke. Außerdem hilft uns natürlich auch er hier. Und das hier, die ganzen Svani hier, sind voll die frauenfeindlichen Leute, habe ich festgestellt. Das gefällt mir gar nicht so gut. Frauen sind doch toll. Aber um sie zu bestrafen und ihrer schlechten Einstellung gewahr werden zu lassen, müssen wir sie verprügeln. So, und das machen wir ohne Probleme. Auch Herja hier, der schon einen Porträtrahmen hat, welcher nur Bronze ist, hatte keine Chance gegen uns. Und diese Wölfe müssen wahrscheinlich auch noch dran glauben. Erst dann ist er hier zufrieden und wir können hier eine Diskussion führen mit dem Herja. Genau. Jetzt wollen wir mal sehen, was ihr Anführer war. Voller Adrenalin. Ja genau, lass mal mit dem plaudern, diesem Spacko. Der hat ja sowas von verloren. Der müsste jetzt eigentlich total gewillt sein, mit uns zu reden. Sonst töten wir ihn einfach, oder? Redet. Sagt uns, wie ihr die Jotun auf eure Seite gebracht habt. Oder wir jagen euch mit einer Peitsche aus Erszöpfen durch ganz Holbrak. Wagt es ja nicht. Meine eigenen Kameraden würden mich niedermetzeln. Dann sagt uns, was wir wissen wollen. Also gut, wir haben den Riesenkönig Korak auf unsere Seite gebracht und er bekehrte seine Anhänger an der Osenfohlschneide. Dieser Korak klingt ehrgeizig. Die Jotun haben seit Jahrhunderten keinen Riesenkönig mehr gehabt. Und das Letzte, was Holbrak braucht, ist einer, der Jormak verehrt. Schleif den Narren nach Holbrak und überlass ihn dem Wolfsrudel. Ich gehe zur Osenfohlschneide und rede mit diesem Riesenkönig. Beim zottigen Fell des Wolfes, ihr seid kühn. Seht euch vor. Aussichtslose Kämpfe sind ruhmreich, aber Tod prahlt es sich nicht gut. Keine Bange, bei meiner Rückkehr werden wir in der großen Halle auf den Sieg anstoßen. Okay, ein weiterer Abschnitt unseres persönlichen Quests erfolgreich abgeschlossen. Wir können hier ein Handwerksmaterial bekommen, na toll. Und ein Lederbeutel, der gefällt mir aber schon ziemlich besser. Wo brauchen wir denn am ehesten was? Wir haben noch kaum was abgebaut, deswegen ist es ziemlich egal, was wir hier uns auswählen. Oh, das ist auch noch die niedrigste Version. Also von diesem Handwerksmaterial, also von diesen Werkzeugen, gibt es natürlich auch verschiedene Stufen. Und je nachdem, welche Stufe man hat, kann man höherlevelige Vorkommen abbauen. Also nicht jedes Erzvorkommen kann man mit dem Eisen-Kupfer-Dingsbums hier, was wir bisher haben, abbauen. Sondern für manches braucht man halt epischere Werkzeuge, die einem wirklich die Möglichkeit bieten, das komplett harte Metall aus dem Felsen zu reißen. Und das kann man mit einer Kupfer-Steinaxt leider nicht machen. So, Wanderer Hügel, das ist ja das Gebiet, wo wir eigentlich jetzt drin sind. Und ich möchte mal gucken, wo wir als nächstes hin müssten. Aber erstmal ein bisschen in Sicherheit gehen, denn ich bin hier gerade in der Mitte der Feinde gespawnt und ich möchte mich nicht prügeln. Deswegen gehen wir mal kurz in Sicherheit, verstecken uns in diesem Gebüsch hier und werfen einen Blick auf die Karte. Als nächstes müssten wir tatsächlich hier in Richtung Norden gehen. Das gefällt mir sehr gut, denn dann kann ich ja anfangen, mit dem weiteren Gebiet der Wandererhügel hier mich zu beschäftigen. Und ich glaube, so langsam kommen wir auch hier mehr so in ein verschneites Gebiet, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe die Wandererhügel noch nie durchgequestet, muss ich dazu sagen. Ich war aber schon mal durchgereist mit einem anderen Charakter, um die ganze Karte aufzudecken. Okay, wir teleportieren uns einfach zu dem Fest, wo wir immer noch gefeiert werden. Die haben es noch immer nicht aufgegeben. Die sind immer noch so stolz auf uns, weil wir der Bezwinger von Isormir sind. Oder? Haben die Oh ne, die haben die Festzelte abgebaut. Ah ne, da hinten sind die. Okay, ich wollte schon sagen, ey. So schnell ist der Ruhm nicht vergessen von einem wahren Norn, wie ich es bin. Und wir marschieren das erste Mal hier in Richtung Norden. Hier sind neue Gefilde, wir waren hier noch nie. Und direkt eine Sehenswürdigkeit liegt direkt um die Ecke. Da gehen wir als erstes hin, würde ich vorschlagen. Und falls sich irgendwelche Vorkommen uns auf dem Weg hier begegnen, dann können wir die auch abbauen. Der Halsbrecherpass, oh, das klingt ja auch brutal. Und eine Straßensperre. Entfernt die Straßensperre der Söhne Svanis. Ja, können wir machen. Die sind uns ja sowieso ein bisschen im Weg. Und die sind sogar Level 6. Oh mein Gott, das ist ja... Wir sind ja hier an unsere Limits getrieben, quasi. Aber wir haben ja schon fast ein Level ab, ne?
Obeben haben wir bekommen. Schmettert mit eurem Streitkolben auf den Boden, dessen Schockwelle dem Ziel Schaden zufügt und es zu Boden schleudert. Also wieder eine richtig coole Attacke. So, der darf gerne sterben hier und wir müssen die Straßensperre vernichten, um dieses Event zu beenden. Und wir haben eine Waffe bekommen, eine Kanone. Oder also Maschinengewehr mit plus Heilkraft. Könnten wir ausrüsten, aber passt nicht wirklich zu einem Warrior, deswegen möchte ich davon mal absehen. Stattdessen bleiben wir hier bei den guten alten Nahkampfwaffen. Und diese Straßensperre hatte überhaupt keine Chance gegen uns, sage ich mal. Oh, hier sind Wasserfälle. Das ist auch cool. Ja, die Wandererhügel immer wieder für eine Überraschung gut. Die Wasserfälle, die nicht vereist sind, trotz dieses kalten Wetters. Was will er denn hier, Alter? Oh, voll die Schockwelle, ey. So, weg mit dir. Ich weiß gar nicht, was der Bonus bedeutet. Man bekommt manchmal Bonus-XP, wenn man Gegner tötet. Ich glaube, das hat irgendwas zu tun, wenn man eine Combo gemacht hat. Eine epische Combo. Und dann gibt es mehr Bonus-XP. Ah, ist eigentlich auch nicht so ultra wild und wichtig. Wir können uns einfach hier auch durch die Gegner durchprügeln und hier das Kupfererz abbauen, das wir gerade hier gefunden haben. Und wir sehen schon, hier wird es ein bisschen waldiger. Aber die Fauna, also die klimatischen Bedingungen haben sich innerhalb paar Meter extrem gewandelt. Hier schneit es nämlich ohne Ende und es ist hier der komplett verschneite Wald. Aber sieht hübsch aus, muss ich sagen. Die Bäume sind die gleichen, nur halt in dem Schnee. Ein guter Ort für Abenteuer aus. Und das ist tatsächlich der Taiganhain. Ist ja auf der Karte jetzt auch schon aufgedeckt? Ja, cool. Und wenn wir hier so quasi einen Schleifrundgang machen würden, können wir tatsächlich hier zu diesem Quest kommen, zu dem Speer, zu der Sehenswürdigkeit und zu dem Aussichtspunkt. Und deswegen würde ich sagen, wir machen das einfach mal als erstes, nachdem wir die Wegmarke hier vom Taiganhain mitgenommen haben, die wir auch dort schon sehen am Horizont. Ich glaube, das ist der perfekte Plan. Alter, das sieht echt nicht verkehrt aus hier, muss ich sagen. So, Wegmarke haben wir. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal hier auf diesen komischen Felsvorsprung, um die Quests da hinten abzuarbeiten und die Sachen, die dort auf uns warten. Hier sind Doliaks, das ist vergleichbar mit Tieren. So Lasttiere, die manchmal auch Karren ziehen und so bei der Feldarbeit helfen. Obwohl hier in den Wandererhügeln, glaube ich, ist Feldarbeit gar nicht mal so sehr beliebt, weil das ist nicht eine passende Witterung dafür. Aber gut. So, wir bewegen uns auf dem Berg nach oben mit einer Steigung von 45 Grad. Also, so manches Auto hätte hier schon den Geist aufgegeben. Aber echte Warrior mit Waden aus Stahl können da natürlich hoch. Oh, ein Minotaurus-Kalb. Das können wir mal wegfetzen, oder? So, hier kannst du sehen, was du mit dieser Schockwelle haben willst. Obwohl, das heißt eigentlich Beben und nicht Schockwelle. Adrenalinsturm. So, tot. Wir können mal unsere Waffen eigentlich theoretisch wechseln. Also, das Schwert in die andere Hand nehmen, was dadurch der Unterschied ist, wir können natürlich neue Fähigkeiten dann lernen, weil wir jetzt eine andere Mainhand und eine andere Offhand haben. Was haben wir denn jetzt hier? Schädelspalten. Betäubt euren Gegner mit einem schädelspaltenden Schlag. Der Effekt steigt mit der Höhe des Adrenalinspiegels, okay? Und eine normale Auto-Attack-Sache. Ich möchte das mal ein bisschen ausprobieren und mal gucken, was passiert. Und hier ist eine Höhle. Wo kommen wir da denn hin? Da kommen wir hier hin. Ah, das ist so eine komische Verbindung, wo wir quasi auch hier vom Borealiswald quasi eine Abkürzung zur Taiganhain schmieden können. Aber da möchten wir gar nicht lang. Wir möchten eigentlich hier diesen kleinen Vorsprung erkunden. Und wir stößen uns jetzt mal mit unserer neuen Waffe und mit unseren neuen Fähigkeiten auf dieses Minotaurus-Kalb und gucken, was passiert. Ob wir es überhaupt töten können, weil wir sind jetzt relativ schwach. Wir haben nur eine Fähigkeit, die wir effektiv benutzen können. Aber das lief trotzdem ganz gut. Und die zweite haben wir schon fast freigeschaltet. Den Baum können wir nochmal hier eben fällen. Ich weiß gar nicht, wie der es schafft, hier zu wachsen. Und ich weiß auch nicht, wie es sein kann, dass in einem Baum ein Bernsteinkiesel versteckt ist, aber egal. So, wir können hier eine Quest erledigen, nämlich helft Bjarni dabei, den Geist des Hasen zu ehren. Ah, den gibt's wirklich, cool. Sucht verstecktes Hasenfutter und bringt es zu Bjarni. Haltet die hungrigen Häschen von allem fern, die Futter bei sich tragen. Okay, cool. So haben wir schon mal hier einen Beutel mit Nahrung oder so. Alter, was ist das denn gewesen? Dieser scheiß Hase, ey. Zu wem muss ich das eigentlich bringen? Ach, zu ihm hier wahrscheinlich. Ey, was soll das denn, ihr scheiß Hasen hier? Ich verscheuche euch, ihr lästigen Viecher, Alter. Ich möchte doch nur das Hasenfutter transportieren. Ist das überhaupt Hasenfutter oder ist das was anderes? Weg mit euch, ihr lästigen Viecher! Ich möchte das zu dem Typen hier geben, zu Bjarni.
Ah, diese scheiß Häschen, Alter. Unterbrochen. Das sind richtige Bastarde, glaube ich. Pflücken wir erstmal die Karotten, die auf irgendeine Art und Weise hier wachsen können. Die sind bestimmt jetzt schön gekühlt. Das sind sogar mehrere auf einmal. Wow, episch. Kann ich nicht einen Sack nehmen, der weiter vorne ist? Das wäre doch voll schlau. So, Bjarni. Hier hast du einen Beutel Hasenfutter. Und ich hoffe, du machst da was Schlaues mit. Hier habt ihr was von dem Hasenfutter. So, das haben wir schon mal erledigt. Und wir können hier noch mehr Kräuter sammeln. Also das sind wirklich Eiskräuter hier. Und hier ist gerade ein Event aufgepoppt, nämlich sammelt Proben für Liena. Linnea. Haufen merkwürdiger Fälle. Ja, gucken wir mal, ob wir da irgendwas beitragen können. Keine Ahnung. Erstmal das Hasenfutter zurück zu Bjarni bringen. Denn das ist es, was wir eigentlich wollen. Was ist eigentlich das hier? Finte? Was bringt uns die Finte denn? Keine Ahnung, habe ich jetzt keine Zeit gehabt, das durchzulesen. Und das scheiß Hasenfutter ist weg. Der Kackhase hat das gegessen einfach. Oh, das ist ärgerlich. Oh, hier ist ein Ausblickspunkt. Den können wir doch mal eben mitnehmen, oder? Wenn wir schon direkt hier sind, würde ich sagen, schnappen wir uns den doch direkt. Und so bekommen wir einen wunderbaren Blick über die Kluft und über die Standbilder des Schneeleoparden, des Raben. Und in der Nähe müsste auch der Bär und der Bär und der Wolf sein, genau. Das sind die fünf, die es gibt. Wunderbar, das sind diese Dinger, die wir auch schon im ersten Part gesehen haben. Oh, Waffenwechsel. Ein zweites Waffenset kann in der Heldenübersicht ausgerüstet und anschließend über die Schaltfläche tauschen. Neben der Fertigkeitsleiste mit dem ersten ausgetauscht werden. Das kann man machen, wenn man super geskillt ist und wenn man viele Waffen hat. Ich habe leider nur ein Waffenset bisher. Bisschen schade. So, Fellhaufen, den können wir auch mitnehmen, oder? Dieser zergiftete nichts Besonderes, sucht weiter, die Wahrheit ist da draußen. Okay. Kann ich den Baum fällen, zufälligerweise? Hacken, ja. Wir hacken den Baum, so wie in Watch Dogs. Da hacken wir ja auch alles Mögliche. So, und wir transportieren das Hasenfutter zu unserem komischen Freund. Wenn nicht dieser Kackhase uns hier das zu einem Problem werden lässt. Und demnächst möchten wir auch hier mit dem Speer sprechen. Denn der könnte uns tatsächlich sagen, wo die nächstgelegenen Queste hier sind. Und das wäre doch durchaus hilfreich. Was ist eigentlich Finte? Verursacht einen kurzen Eileschub. Hilft euch hungrige Häschen auszuweichen. Okay, machen wir das. Finte. Ach so, da kann man quasi so ein bisschen sprinten. Ach du Kacke, jetzt kommen über hier viele Hasen auf einmal. Na toll. Nein, nein, nimm das nicht. Okay, nein, er hat es tatsächlich bekommen. Dieser Arsch. Ich hasse Hasen. Häschen-Akolyt. Das klingt ja wirklich brutal. Die Namen, die ihr euch hier gegeben habt, aber naja. Wir beleben ihn hier einfach wieder. Ich hoffe, das hilft auch ein bisschen, unseren Questfortschritt hier zu... Ja, hat geklappt. Wunderbar. Und hier ist auch eine Sehenswürdigkeit. Die können wir auch begutachten, wo wir schon mal direkt hier in der Nähe sind, würde ich sagen. Aber erstmal diesen Gebirgsminotaurus hier wegschlachten. Zack. Und Gegenschlag gelernt. Was ist das? Blockt den nächsten Angriff. Kontert mit einem Angriff, wenn ihr euch in Nahkampfreichweite befindet. Erhaltet Adrenalin, wenn ihr nicht angegriffen werdet. Klingt gar nicht mal so schlecht. Gertas Gipfel ist der Name dieses epischen, dieser epischen Bergformation. Das hier ist wahrscheinlich Gertas Gipfel. Naja, so, wir kämpfen hier gerade gegen zwei auf einmal. Das gefällt mir theoretisch nicht so gut und die machen auch einiges an Schaden. Ich hoffe, ich überlebe diesen Kampf. Das wäre toll. Oh nein, der eine ist weggelaufen, weil er zu viel Angst hatte oder was? Ist das auch in diesem Spiel so, dass Humanoide gerne mal weglaufen? In World of Warcraft ist es ja so, dass Humanoide ab einer gewissen HP-Grenze die Flucht ergreifen. Lächerlich, oder? Und ja, hier ist es, sah es fast auch so aus. Dieser Fellhaufen erscheint mir sehr seltsam. Vielleicht ist es der Pelz, nach dem Linnea die ganze Zeit sucht. Haben wir ihn genommen. Und wem müssen wir es jetzt geben? Wo ist Linnea? Hier natürlich mit dem Korb-Symbol über dem Kopf. Und auf gleichem Wege können wir auch nochmal einen Beutel Hasenfutter zu Bjarni bringen. Denn dann ist er uns auch super dankbar. Und ich mag es, wenn Leute uns dankbar sind. So, hallo Bjarni, du bekommst erstmal hier den Futterbeutel. Zack. Und du, Linnea, bekommst, seht euch diesen seltsamen Pelz an, den ich gefunden habe. Bei den Schnurrhaaren der Häsin, den Yeti gibt es wirklich. Doch wo versteckt er sich? Schnell, ihr müsst mehr von seinem Pelz finden. Haufen merkwürdiger Fälle, das ist ja schon ziemlich gut vorangeschritten, dieses Event. Ich gucke mal, ob ich tatsächlich noch eins finden kann, denn dann würde ich bestimmt die Goldbeitragsmedaille bekommen. Aber es sieht schlecht aus, obwohl da hinten ist noch was. Hier ist auch noch was. Mal gucken. Vielleicht finde ich ja noch ein bisschen was vom Yeti-Fell. Ja, hier. Guck mal einer an.
Und gucken wir uns auch dieses Glatt hier auf dem gleichen Weg an, denn man kann mehrere auf einmal haben, aber das ist nur ein zerlumpter Fellhaufen, der nichts Besonderes ist. Schade. So, bringen wir das noch zu Bjarni und zu Linnea. Und dann würde ich sagen, wir können den Part auch so langsam mal wieder beenden. Seht euch dieses seltsame Ding an. So. Cool, damit haben wir bei dem Quest gut beigetragen. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder, wenn es Guild Wars heißt, denn es wird richtig episch, wenn wir hier die Wandererhügel weiterhin unsichtbar machen. Unsicher, nicht unsichtbar. Okay, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute!